Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Richard testet. Ich bin auf dem Weg zum Makerspace, der ist hier in der Bereichsbibliothek Drehpunkt gleich gegenüber von der SLUB. Denn ich habe in meinem Maschinenbaustudium mit der Fachrichtung Technisches Design eine Leuchte entworfen. Und damit die nicht nur ein Entwurf bleibt, treffe ich mich jetzt mit Daniela. Sie arbeitet hier im Makerspace und wird mir beim Bau meiner Leuchte helfen. Ich bin ja mal gespannt, ob und wie wir das hinbekommen. Der Makerspace befindet sich in den hinteren Räumen der Bereichsbibliothek Drehpunkt. Seit über 6 Jahren bietet dieser Studierenden aus allen Studienrichtungen Hilfe und Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Projekte an. Ihr könnt also ganz easy aus der Theorie im Studium auch Praxis machen. Hier habt ihr die Chance, in einer großen offenen Werkstatt verschiedene Techniken und Werkzeuge zu lernen und zu nutzen. Angefangen bei der einfachen Bohrmaschine bis hin zum 3D-Drucker. Wie das genau funktioniert und welche Voraussetzungen beim Umgang mit den verschiedenen Maschinen erforderlich sind, das erzählt mir jetzt Daniela. Hallo. Hi. Ich habe einen Termin bei Daniela gebucht. Das bin ich. Das bist du, sehr schön. Hi. Hallo. Wir machen vielleicht so. Ja. Hallo. Du hilfst mir heute beim Bau meiner Leuchte, hoffe ich. Ja, genau. Sehr schön. Da gehen wir auch schon mal hinter ans Gerät, was ich mir schon für dich ausgeguckt habe. Ja, sehr gut. Ich habe so Kunststoffplatten. Ja. Für meine Leuchte produziert und die würde ich dir vielleicht einfach mal kurz zeigen. Ja. Sekunde. Die sind aus selbst recyceltem Kunststoff, Polypropylen. Ja. Und ich habe dafür dann so ein Schnittmuster gemacht und wir müssten das irgendwie, die irgendwie sinnvoll und akkurat zuschneiden, dass man die Lampe Leuchte dann am Ende so zusammenstecken kann. Dafür habe ich noch hier so eine Fassung. Ja, ich habe schon gesehen, das ist halt das Polypropylen und das enthält keine Giftstoffe und deswegen können wir das mit dem Lasercutter bearbeiten. Sehr gut. Und die Datei, die du gemacht hast, die habe ich mir schon angeschaut. Die ist auch so laserbar. Ja. Und dann würde ich dir heute einfach helfen, dass wir das aus den Platten rausholen. Sehr schön. Ja? So, du hast dir die Datei schon mal angeguckt. Richtig. Und ich habe die jetzt hier auch schon reingeladen und die können wir jetzt quasi genauso, wie sie ist, direkt an den Lasercutter schicken. Letztendlich ist es halt eigentlich ein bisschen wie ein Druckprozess. Ja? Also du schickst es halt an den Lasercutter und der druckt es dir aus. Ja. Und dann machen wir noch den Lasercutter an. Abluftanlage ist auch an. Warten noch kurz, bis der hochfährt. Und da können wir ja schon mal die Platten reinlegen. Ja. So. Und dann müssen wir den Fokus einstellen. Schau mal, dazu haben wir hier diesen Fokushaken. Dann stellen wir den Abstand ein zu dem Laser. Du musst ja auch deinen Finger oben drauf legen und wenn du das Gefühl hast, das berührt, sagst du Stopp. Stopp. Da so ein Lasercutter doch eine etwas komplexere Maschine ist, hat mir Daniela dann geholfen, alle wichtigen Einstellungen für den Lasercutter zu treffen und dann konnte es auch bald schon mit dem Lasercutten losgehen. Und wir drücken auf Start. Sehr schön. Und da geht's auch schon los? Ja. Sehr cool. Wie für Kunststoff ein bisschen üblich ist es halt mit ein paar Dämpfen verbunden. Ansonsten schneidet der Lasercutter halt so, ich sag mal, am liebsten Holz, Papier, Pappe, so zellulose Verbundwerkstoffe. Ja. Ist das jetzt der normale Hergang, wenn jetzt keine Kameracrew mit dabei ist, dass man einfach hierher kommen kann und ihr sozusagen unterstützt? Oder kann man auch selber arbeiten hier in der Werkstatt? Also der normale Ablauf ist eigentlich schon so ein bisschen, wie wir es jetzt gemacht haben. Du buchst halt einen Termin. Die meisten schicken auch vorher die Dateien. Die gucken wir uns schon mal vorher an, damit wir halt wissen, wie lange das ungefähr dauert. Und dann kommst du zu dem Termin und wir machen das gemeinsam. Ja? Ja. Voraussetzung ist halt, dass du eine gültige SLUB-Card hast. Das einfach mit uns gemeinsam quasi lernst. Und wenn du dann halt aber irgendwann Bock hast und sagst, boah, also ich will jetzt schon noch ein paar mehr Lampen bauen, leuchten, dann hast du halt die Möglichkeit, den Geräteführerschein zu machen und dann darfst du auch selber ans Gerät. Aha, okay. Brauchst du halt vorher eine Arbeitsschutzunterweisung, das ist ein E-Tutorial, ein Video, was du dir einfach anschaust. Ja. Und dann kannst du dich anmelden zu dem Vor-Ort-Kurs. Ja, wo mache ich das? Online auf unserer Webseite. Okay. Und dann kommst du halt hierher und tatsächlich mache ich das sogar am Lasercutter, genau. Ja.
bringe dir halt Schritt für Schritt bei, wie lese ich die Datei ein, welche Materialien kann ich lasern, ja, wo muss ich hier drücken, was kann passieren, wie verhalte ich mich im Brandfall. Ja, sehr gut. Genau, das ist alles dabei. Dass du dann auch wirklich sicher bist. Ach ja, genau, und ihr lasert euch in dem Geräteführerschein euren eigenen Geräteführerschein aus. Wie denn das? Warte, guck. Ah. Sehr das schön. Ist quasi deine Aufgabe. Wenn du das kannst, ja, dann darfst du ab dann immer alleine an das Gerät. Sehr cool. Und das ist jetzt auch mit dem Lasercutter hier gemacht? Genau, das ist jetzt Finnpappe. Halt mit Namen, deine Benutzernummer und das ist dann dein Geräteführerschein. Den musst du aber nicht vorzeigen, das ist dann wirklich nur als Gimmick. Sehr cool. Wie das dann zum neuen Semesterstart dann so läuft, da wissen wir noch nicht aktuell, wie wir das mit Corona machen. Aber da ist es dann so, dass jeder maximal 10 Minuten lasern darf und da kannst du einfach vorbeikommen, weil es ist halt absehbar, dass du dann irgendwann dran bist. Ja. Es hört sich an, als wäre der Lasercutter fertig. Richtig. Wollen wir mal reingucken. So. Naja, das sieht doch sehr gut aus. Ich glaube, jetzt können wir es rausnehmen. Ja. Ich nehme dir mal die Gewichte ab und du darfst deine Platte rausnehmen. Genau, du kannst ja schon mal hier auf die Platte legen. Da habe ich schon eine Schnittschutzmatte hingelegt und ich gebe dir gleich ein Cuttermesser. Ja. Hier haben wir nämlich die ganzen Werkzeuge drin, Sägen, Cuttermesser, Feilen. Ja. Zack. Und jetzt kann ich das einfach rausschneiden. Da du die Arbeitsschutzunterweisung ja schon hast. Darf ich es jetzt selber in die Hand nehmen? Sehr cool. Dann schneide ich hier einfach mal. Ihr habt nicht nur einen, sondern gleich verschiedene 3D-Drucker und sonst was für Sachen. Was habt ihr so? Du magst, können wir dann auch noch einfach mal eine Runde drehen, dann zeige ich die dir einfach. Wir können das auch jetzt gerne machen. Der Lasercutter arbeitet ja parallel noch ein bisschen weiter. Wo müssen wir hin? Da ist der Gipsdrucker. Ich hol dir bloß noch mal kurz ein Modell, dass du das dir vorstellen kannst. Schau mal, das ist ein Gipsmodell. Ja, das sieht ja krass aus. Ja. Es ist so ganz filigran, ne? Fein, man sieht die Schichten so ein kleines bisschen. Ja. Aber es ist auch ganz weich. Der Rohstoff ist Gipspulver. Hier wird quasi das Gipspulver aufgetragen. Ja. Ja, also der Gipsdrucker träufelt dann halt in eine Bindeflüssigkeit dorthin, wo es fest werden soll. Okay. Ja. Und der Tisch fährt dann sozusagen weiter runter nach unten und dann Schicht für Schicht. Und das hier, das ist jetzt aus einem Kunststoffdrucker. Mhm. Kennst du das kurz? Klar. Ja. Aha. Er ist halt deutlich gröber, dafür aber auch deutlich viel leichter. Ja. So ein anderes 3D-Druckverfahren, wo einfach sozusagen Schicht für Schicht nach oben dann einfach wie so eine kleine Spur an Kunststoff aufgetragen wird. Richtig, der Kunststoff wird aufgeschmolzen und dann Schicht für Schicht aufgetragen. Mhm. Ein additives Fertigungsverfahren. Sehr gut. Ja. Und das ist halt deutlich billiger als das. Ihr habt aber auch nicht nur 3D-Drucker und so spezielle Maschinen, ihr habt auch ganz normale Werkzeuge und Werkzeugmaschinen da. Könnt ihr auch mal hier weiterlaufen, hier ist zum Beispiel die Holzbearbeitung. Ja. Und für die Holzbearbeitung haben wir eben da Schraubstock, wir haben verschiedene Sägen, wir haben alles zum Schleifen da. Also tatsächlich einfach mal irgendwie ein einfaches Regal zusammenbauen, kannst du halt hier machen, Akkuschrauber ist halt da. Ja. Dann, was hier hinter uns ist, ist noch ein Styropor-Cutter, damit kann man Styropor schneiden. Ja. Wir haben einen Roboterarm, das so zum Programmieren üben. Ja. Ist jetzt vielleicht nicht so für den Einstieg. Dann haben wir auch noch den Elektronikarbeitsplatz, so zum Löten von Platinen. Das wird auch viel von den Elektronikern oder also von den Elektronikstudenten genutzt. Und hier haben wir unsere 3D-Drucker, die den Kunststoff verdrucken. Das ist ein Ersatzteil, was es nicht mehr zu kaufen gibt. Deswegen hat er sich das halt selber konstruiert und druckt das jetzt halt bei uns. Sehr cool. Also ihr seid keine Auftragswerkstatt, wo man sagt, ich schick euch jetzt die Datei zu und macht das bitte für mich. Genau. Sondern ich darf das schon selber machen. Das Motto ist ja, Wissen kommt von Machen. Ja. Und uns ist es halt lieber, du probierst es halt wirklich mal selber aus und probierst dich halt auch aus. Also wir sind schon dazu da, dass du es halt lernst, weil du halt da Bock drauf hast. Ja. Das ist so unsere Motivation dahinter. Und unsere Aufgabe ist es dann dabei auch immer, euch ein bisschen zu beraten. Ne? Hm. Du hast halt jetzt zum Beispiel die Lampe und ich oder die Leuchte und ich sage dir halt, das Gerät würde sich dafür eignen. Und genauso ist es halt bei den 3D-Drucken, dass wir auch uns die Modelle angucken. Und wenn du es nicht selber weißt, wird dir dann halt zu einem bestimmten Verfahren raten, was wir halt haben. Muss ich meine Materialien auch selber mitbringen oder wie läuft das da? Also ich habe jetzt in dem Fall die Platten ja selber mitgebracht, aber... Ja, also wenn du irgendwas sägen und bohren willst, dann bringst du halt dein Holz oder so immer selber mit. Auch für den Lasercutter ist das Standard, dass ihr das selber mitbringt, weil wir nicht so die ganzen unterschiedlichen Materialien überhaupt vorrätig haben können.
Und bei den Druckern, die bestücken wir halt selber. Ja. Und das ist dann auch schon immer in den Kosten, die euch da halt entstehen, mit dabei. Was wir auch noch haben, ist ein Fotostudio. Okay. Und dann könntest du zum Beispiel jetzt deine Leuchte, wenn du die jetzt, sag mal, wenn du jetzt einen Blog hättest oder du machst eine Präsentation fürs Studium, dann kannst du die dort halt cool in Szene setzen. Da ist auch ein Leuchttisch da, ihr könnt das halt schön ausleuchten. Und dann kannst du die dort fotografieren. Dann würde ich sagen, also ich bin jetzt hier gleich fertig mit dem Zusammenbau der Leuchte. Und ich hätte ja mal im Fotostudio ist es dunkel. Ja. Und dann können wir die dort hier einfach mal anschließen und mal gucken, wie es geworden ist. Mhm. Okay. So, jetzt habe ich es hier mal aufgehängt. Ja. Und ich würde sagen, es wäre Licht. Ach, cool. So. Oder? Ist doch gut geworden. Ja. Siehst du, so schnell hast du es umgesetzt. So, damit haben wir es geschafft mit meiner Leuchte für heute. Cool. Vielen Dank für deine Hilfe und dass du dir die Zeit genommen hast, mir heute hier dabei zu helfen. Ich habe, während du die zusammengebaut hast, auch schon mal auf die Zeiten geguckt. Und du warst unter 10 Minuten von der Laserzeit her, deswegen ist es auch kostenlos. Das heißt, du darfst die einfach mitnehmen. Ich kann die jetzt einfach kostenlos wieder mitnehmen. Richtig. Dann vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, ganz meinerseits. Und bis dahin. Ja, tschüss. Ciao. So, das war es jetzt auch schon mit der zweiten Folge von Richard Testet. Mich würde ja mal interessieren, welche Projekte ihr hier im Makerspace gerne mal umsetzen würdet. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und vergesst die Glocke nicht. Bei uns auf dem Kanal gibt es auch noch andere Videoformate, wie zum Beispiel Vlogs, in dem hier oben hat Peggy ihren Alltag als Lehramtsstudentin begleitet und im Video hier unten haben wir Studentenclubs bei der Sitzgelegenheit ein paar Clubgeheimnisse entlockt. Schaut auch da gerne einfach mal vorbei. Das war's, bis zum nächsten Mal.